Meine Damen und Herren, ich rufe auf die Tagesordnung Punkt 2, Regierungserklärung der hessischen Minister für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz betreffend einen Plan, ein Ziel, Hessen wird klimaneutral. Dazu hat das Wort die Frau Staatsministerin. Ich weise nur darauf hin, dass nach ihr die SPD-Fraktion kommt, dann die CDU-Fraktion, dann die Linke, die FDP, Bündnis 90/Die Grünen und dann, wenn Sie will, die Frau Kollegin Öztürk. Frau Ministerin Hinz, Sie haben das Wort. Redezeit übrigens 20 Minuten. Okay. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Dezember 2015 wurde in Paris auf der UN-Weltklimakonferenz das internationale Klimaabkommen beschlossen. Mit diesem haben sich die unterzeichnenden Staaten dazu bekannt, die globale Erwärmung auf möglichst 1,5 bis maximal 2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Das Abkommen ist ein historischer Erfolg der internationalen Klimadiplomatie. Aber die Ziele können nur erreicht werden, und wir lesen in diesen Tagen, dass es schwieriger statt leichter wird, auch im Bund. Wenn alle staatlichen Ebenen ihren Teil dazu beitragen und die notwendigen Maßnahmen Schritt für Schritt umsetzen. Kurz gesagt, man braucht einen vernünftigen Plan. Der Klimaschutz ist eine dauerhafte Aufgabe, bei der wir langfristig denken und weitsichtig handeln müssen. Und genau dafür hat die Landesregierung mit dem integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025 die richtige Grundlage geschaffen. Damit liegt erstmals ein umfangreicher Klimaschutzplan für Hessen vor, der zeigt, wie wir den Klimawandel effektiv bekämpfen können. Das ist der Fahrplan für die hessische Klimaschutzpolitik der nächsten Jahre, und das ist der Plan der gesamten Landesregierung. Unsere Ziele sind sehr ambitioniert, aber machbar. Bis 2025 wird Hessen 40 % der CO2-Emissionen einsparen. Bis 2050 wollen wir mindestens 90 % Einsparungen erreichen. Ein Plan, ein Ziel, Hessen wird klimaneutral. Das ist auch genau das Ziel von Paris, das wir ansteuern, und diesem haben sich auch andere Länder verpflichtet. Auch Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wollen bis 2050 klimaneutral sein. NRW und Schleswig-Holstein wollen bis dahin immerhin mindestens 80 % einsparen. Da sind wir in Hessen also noch etwas ambitionierter. Hessen gehört mit seinem Klimaschutzplan bundesweit zur Spitzengruppe, und darauf können wir stolz sein. Es geht nicht nur darum, die Natur, die Tiere, die Pflanzen und ihre Lebensräume zu schützen, den Rückgang der Artenvielfalt aufzuhalten und unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern. Es geht gleichzeitig auch darum, die Wirtschaft und die Arbeitsplätze in Hessen dauerhaft zu erhalten. Extreme Wetterereignisse werden immer häufiger. Die Schäden an der Infrastruktur und in der Landwirtschaft nehmen durch den Klimawandel zu. Wer jetzt nicht handelt, schadet nicht nur der Natur, sondern auch den Unternehmen und ihren Beschäftigten und riskiert damit langfristig unseren Wohlstand. Deshalb ist es sinnvoller, wenn wir jetzt in klimafreundliche Technologien investieren, wenn wir nicht warten, bis irgendwann andere Staaten an uns vorbeigezogen sind mit innovativen Produkten und unsere Betriebe das Nachsehen haben. Wer jetzt Vorreiter bei klimafreundlichen Technologien wie der Elektromobilität oder im Bereich der Energieeffizienz ist, wird auch wirtschaftlich in Zukunft die Nase vorn haben.
und dabei werden wir unsere hessischen Unternehmen gerne unterstützen. Meine Damen und Herren Abgeordnete, wir haben nicht nur die CO2-Einsparpotenziale, sondern auch die volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Klimaschutzplans bis 2025 wissenschaftlich berechnen lassen. Und sie sind durchweg positiv. Die geplanten Maßnahmen setzen Investitionsimpulse in Höhe von 1,6 Milliarden €, schaffen fast 40.000 neue Arbeitsplätze, und das Bruttoinlandsprodukt in Hessen kann zusätzlich um 2,3 % wachsen. Dieser Klimaschutzplan ist damit ein echtes Investitionsprogramm für die Zukunft Hessens. Aber klar ist, ganz aufhalten werden wir auch damit den Klimawandel nicht, denn er ist ja jetzt schon in vollem Gange. Die letzten beiden Jahre waren die wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Aber wir können und müssen ihn abmildern und uns auf seine Auswirkungen einstellen. Deswegen haben wir einen Klimaschutzplan erarbeitet, der auch die Anpassung an die Folgen des Klimawandels einbezieht, eben einen integrierten Plan. Rund 140 Maßnahmen entwickelt in einem breiten Beteiligungsprozess und verteilt über alle Ressorts, von der klimafreundlichen Mobilität über Energieeffizienz, von der Klimabildung über die Förderung landwirtschaftlicher Technik oder den Hochwasserschutz. Das ist ein guter Plan, denn er macht Hessen zukunftsfähig, und genau darauf kommt es an. €140 Millionen will die Landesregierung in den nächsten zwei Jahren allein für die 42 wichtigsten prioritären Maßnahmen zusätzlich ausgeben. €140 Millionen mehr für den Klimaschutz, das ist der Unterschied zwischen leeren Ankündigungen und beherztem Handeln. Zu den prioritären Bereichen gehört in einem Land wie Hessen natürlich der Verkehr. Hier haben wir den höchsten Bedarf an Einsparung von CO2, denn Hessen ist Transitland für den Durchgangsverkehr. Auf den gesamten Bereich entfallen allein 35 % der Treibhausgase. Deswegen müssen wir insbesondere hier Veränderungen planen. Wir werden emissionsarme Verkehrsmittel fördern, den Luft- und Schienenverkehr besser vernetzen und den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Gerade in den Städten wollen wir den Rad- und Fußverkehr fördern. Das wünschen sich übrigens auch die meisten Bürgerinnen und Bürger. Aber klar ist, wir vergessen auch den ländlichen Raum nicht, sowohl was den öffentlichen Nahverkehr angeht als auch den Individualverkehr. Auch er muss umweltfreundlicher werden. Deshalb werden wir die klimafreundliche Mobilität auf dem Land gezielt unterstützen, z.B. durch die erfolgte Einrichtung des Fachzentrums ÖPNV im ländlichen Raum, aber auch durch die Unterstützung von privaten Carsharing-Initiativen, Carpooling und die Vernetzung unterschiedlicher Verkehrsträger. Meine Damen und Herren, auch das Thema Energie spielt natürlich eine wichtige Rolle. Wir werden den Beschluss des Energiegipfels umsetzen und den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Aber die beste Energie ist natürlich die, die nicht verbraucht wird. Sie produziert kein CO2, und sie kostet nichts. Deswegen wollen wir die Energieeffizienz weiter steigern. Und das ist nicht nur das Thema von morgen, sondern bereits das Thema von heute. Dazu werden wir eine Landesenergieagentur gründen. Sie soll über Fördermöglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Klimaschutz informieren, Bildungsangebote und Öffentlichkeitsarbeit rund ums Thema Energiewende machen
und die wichtigsten Informationen für die unterschiedlichen Zielgruppen bündeln. Zudem wird das Land ein Programm auflegen, das Unternehmen fördert, die zur Verbesserung ihrer Energiebilanz in hocheffiziente, am Markt verfügbare Technologien investieren. Wir werden die Energieberatungsangebote für kleine und mittelständische Unternehmen weiter ausbauen und die Einrichtung von Energieeffizienznetzwerken unterstützen. Viele hessische Betriebe sparen über diesen Weg schon erfolgreich Energie ein. Sie arbeiten zusammen und werden dadurch nicht nur klimafreundlicher, sondern auch wirtschaftlich stärker. Und das wollen wir für alle hessischen Unternehmen erreichen. Denn wir werden die Unternehmen für den Klimaschutz vor allem dann gewinnen, wenn es sich für sie auch wirtschaftlich lohnt. Und genau dafür steht diese Landesregierung, für die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Wichtig ist, dass die Unternehmen möglichst frühzeitig wissen, worauf sie sich einstellen können und damit Planungssicherheit für ihre Investitionen haben. Das gilt allerdings auch für die großen Energiekonzerne, die vor einem erheblichen Umbruch stehen. Deswegen muss die Politik mit den Energieversorgern jetzt dafür sorgen, dass dieser Umbruch unter sozialen, ökonomischen und energiewirtschaftlichen Aspekten verantwortlich organisiert wird. Denn lassen Sie mich an dieser Stelle klar sagen, der Kohleausstieg muss und er wird kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und der Bund muss dafür endlich eine Strategie vorlegen, und die Landesregierung wird ihn gerne unterstützen. Dies gehört unabdingbar zu einer Klimapolitik, die die internationalen Ziele erreichen will. Aber, meine Damen und Herren, wir fordern nicht nur von anderen. Als Land werden wir mit gutem Beispiel vorangehen. Dazu gehört das Ziel einer CO2-neutralen Landesverwaltung. Hier haben wir auch schon viel erreicht. Bis 2014 wurden über 49% der CO2-Emissionen im Vergleich zu 2008 eingespart. Aber wir haben auch noch einiges zu tun. Dazu verbessert die Landesregierung Schritt für Schritt die Energieeffizienz der Landesgebäude, z.B. durch energetische Sanierung. Vorgesehen ist unter anderem ein weiterer Ausbau der energetischen Ertüchtigung von Hochschulgebäuden, die bereits erfolgreich begonnen hat. Und auch bei der klimafreundlichen Mobilität wird das Land Vorbild sein. Ab 2018 erhalten alle Beschäftigten des Landes ein Jobticket, mit dem sie mit Bus und Bahn kostenlos und klimafreundlich hessenweit unterwegs sind. Kinder und Jugendliche lernen übrigens diese Möglichkeit schon einmal mit dem hessenweiten Schülerticket kennen. Auch das ist eine echte Win-Win-Situation für die Beschäftigten des Landes, für die Schülerinnen und Schüler, für die Verkehrsverbünde und für den Klimaschutz. Sehr geehrte Damen und Herren, bereits heute spüren wir den Klimawandel. Heiße Tage, starke Regenfälle, Stürme nehmen zu. Deshalb bereiten wir uns mit dem integrierten Klimaschutzplan auch auf die Folgen des Klimawandels vor. Hessen ist damit das erste Land in Deutschland, das den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel zusammen anpackt. Die Maßnahmen reichen von der Beratung für landwirtschaftliche Betriebe zur Klimawandelanpassung über die Erhaltung von Biotopverbundsystemen, vom Hitzeschutz im Gebäudebereich über die Sicherung der Frischluftzufuhr in Städten bis hin zur Begrünung von Stadtteilen und Gebäuden. Auch unsere Infrastruktur müssen wir vor Extremwetterereignissen schützen.
sei es die Verkehrsinfrastruktur, Stromnetze oder die Abwasserentsorgung. Es ist wichtig, dass wir diese kritischen Handlungsfelder im Blick haben, sonst kommt es irgendwann zu einem bösen Erwachen, und das kostet mehr als die Vorsorge. Natürlich war das Land auch in den letzten Jahren schon initiativ. Für die Anpassungsstrategie gab es das Vorläuferkonzept 2012. Und vor allem die Entwicklung des Klimabündnisses der Kommunen wurde stetig vorangetrieben. Über 150 Kommunen engagieren sich hessenweit inzwischen erfolgreich für den Klimaschutz. Gerade in der Mittagspause habe ich die 150. Urkunde an den Bürgermeister Dittmann von Twistetal überreicht. Nochmal herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei der Umsetzung Ihres Klimaschutzkonzeptes. So wie die internationalen Klimaschutzziele nur erreicht werden, wenn die Staaten ihre Ziele erreichen und von den Ländern darin unterstützt werden, braucht auch Hessen die Unterstützung seiner Kommunen. Und Sie haben sich nicht nur beteiligt an der Erstellung des hessischen Klimaschutzplans, sondern erarbeiten auch eigene Klimaschutzkonzepte. Dieses Engagement der Kommunen ist für das Erreichen der hessischen Ziele unverzichtbar. Aus diesem Grund unterstützen wir sie mit maßgeschneiderten Förderprogrammen mit bis zu 80% Förderquote. Denn ob Entsiegelung im kommunalen Bereich, die Planung eines Radwegenetzes, Begrünung von Gebäuden, die Installierung von Ladeinfrastrukturen oder die Energieeffizienz in Sporthallen. Die Kommunen wissen selbst am besten, was sie brauchen, wenn sie ihre Konzepte entwickelt haben, und wir fördern sie dann gerne. Meine Damen und Herren, nicht zuletzt haben wir den Klimaschutz in bestehende Programme integriert, allen voran in die Programme der Städtebauförderung, für die allein in diesem Jahr rund 100 Millionen € zur Verfügung steht. So viel Geld gab es in Hessen seit Jahrzehnten nicht. Mit der neuen Richtlinie zur nachhaltigen Stadtentwicklung können wir städtebauliche Maßnahmen der Kommunen gezielt fördern, wenn sie einen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Anpassung leisten. Auch das ist nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz, sondern verbessert gleichzeitig die Lebensqualität der Menschen in den hessischen Städten und Gemeinden. Damit ist Hessen Vorreiter in der nachhaltigen Stadtentwicklung in Deutschland. Wir machen den Klimaschutz zur Querschnittsaufgabe, und genau das ist auch der Leitgedanke des integrierten Klimaschutzplans. Wir müssen alle Bereiche überprüfen, und alle Ressorts beteiligen sich. Natürlich wird auch ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Wandel notwendig sein. Aber weil wir jetzt langfristig planen und die notwendige Unterstützung anbieten, wird das zwar eine Anforderung, aber keine Überforderung sein, weder für die Bevölkerung noch für Unternehmen. Klimaschutz ernst nehmen heißt Veränderung. Und diesem Prozess wird die Landesregierung mit Beratung und Informationen, mit finanziellen Anreizen und Förderprogrammen intensiv begleiten. Hessen muss sich verändern, damit es so lebenswert, vielfältig und wirtschaftlich stark bleibt, wie wir es kennen. Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete, die Landesregierung hat mit dem integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025 einen detaillierten Fahrplan vorgelegt, wie wir die ambitionierten Klimaschutzziele in Hessen erreichen können. Ich habe Ihnen heute dargestellt, wie wir ihn umsetzen werden, und ich bin überzeugt davon,
dass die Klimaschutzmaßnahmen positive Auswirkungen haben werden. Ich hoffe deshalb auf Ihre Unterstützung, denn es geht um die Zukunft unserer Bevölkerung, unseres Landes und nicht zuletzt um die Zukunft unseres Planeten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Damit ist die Regierungserklärung abgegeben. Wir ruhen in der Aussprache mit auf die Tagesordnungspunkte 52, den Dringlichen Antrag der Fraktionen der SPD und der FDP betreffend Anhörung, und den 54, einen Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN betreffend integrierter Klimaschutzplan Hessen 2025. Das wird dann entsprechend zu behandeln sein am Ende der Debatte. Wir beginnen mit der Aussprache. Das Wort hat zunächst der Kollege der Fraktion der SPD, Herr Gremmels. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als ich diesen integrierten Klimaschutzplan heute Morgen um 9.30 Uhr in meinem Postfach hatte und hineingeguckt habe, hat mich dieser Plan doch sehr an so einen schönen alten faltbaren Stadtplan erinnert. Kennen Sie die, die man schön auseinanderfalten musste, also für die Generation vor IMAPs? Ja, also das war ein Plan mit einer besonderen Falttechnik. Hatte man ihn einmal auseinandergefaltet, hat man ihn hinterher nicht mehr zusammenbekommen. Und genauso ist das mit diesem Klimaschutzplan dieser Landesregierung. Er ist einfach viel zu kleinteilig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Diese schwarz-grüne Landesregierung verzettelt sich mit über 140 Maßnahmen. Da geht es dann sozusagen von der Reduzierung des Torfstechens bis hin zur Frage, wie man denn künftig die Landesregierung weiterhin klimaneutral betreibt. Das ist die ganze Bandbreite, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie verzetteln sich in klein-klein, ohne das große Ganze im Blick zu nehmen. Ich weiß ja, warum die Grünen jetzt so allergisch reagieren, die Frau Dorn und der Herr Wagner. Das liegt daran, weil das nicht die Kritik ist, die die SPD vorbringt, sondern ich zitiere jetzt aus der FAZ vom 8.2. Herr Neumann vom BUND sagt ja zu diesem Maßnahmenkatalog, er sei zu unstrukturiert, und viel zu kleinteilig. Das ist die Kritik eines der, von denen Sie selbst sagen, es sei Ihr Bündnispartner, es ist der BUND, meine sehr verehrten Damen und Herren. Insofern, wenn Sie schon die Kritik von mir nicht ernst nehmen, Frau Hinz, dann nehmen Sie doch bitte die Kritik vom BUND ernst. Ich glaube, das fällt Ihnen dann etwas leichter. Wir haben als SPD schon öfter hier im Landtag zur Frage Klimaschutzaktionsplan miteinander diskutiert. Und wir haben immer gesagt und immer angemahnt, eigentlich bräuchte man ein Klimaschutzgesetz, wie wir das mit Ihren Parteifreunden als Sozialdemokratie in NRW gemacht haben und andernorts, wo die SPD mitregiert. Das ist nämlich der richtige Weg, das im Rahmen eines Gesetzes zu machen, weil der Unterschied ist, dass im Gesetzgebungsverfahren das Parlament den Hut auf hat und wir mit Anhörungen durchführen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Genau das macht Schwarz-Grün nicht. Sie haben das Parlament sozusagen entmachtet. Wir kriegen hier heute Morgen um 9.30 Uhr einen Plan in die Fächer gelegt. Also ich hatte ihn heute Morgen um 9.30 Uhr, aber ich möchte, selbst wenn es gestern Abend gewesen ist, sage ich Ihnen, Frau Hinz, ist das nicht der Umgang mit einem Parlament? Wir sind die demokratisch legitimierte Vertretungskörperschaft, die sich mit solchen Dingen zu beschäftigen hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich sage Ihnen auch, was der Unterschied ist, weil wir nämlich dann den Hut aufhaben, das Parlament, und nicht die Regierung es tut. Wir würden die Gäste einladen, wir würden Fragen formulieren, wir würden die Anzuhörenden bestimmen,
Wir hätten dann auch z.B. die Widersprüche zwischen VRU auf der einen Seite und BUND auf der anderen Seite ordentlich in einer Anhörung sozusagen organisiert. Ich sage Ihnen noch etwas, jemand von den GRÜNEN. Ich sage es gerade Ihnen. Es gibt noch einen großen Unterschied. Jetzt kommt es, Matthias Wagner, weil nämlich der Unterschied ist, dass bei einer Parlamentsanhörung auch die Presse und die Öffentlichkeit zugegen ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei Ihren Veranstaltungen waren das Hinterzimmerpolitik, die Sie betrieben haben. Pressebeteiligung und öffentliche Anhörungen sind ein Wert des Parlaments. Also, Frau Dorn, war denn die Presse eingeladen zu Ihren Sitzungen? Nein, eben nicht. Ich scheine ja einen wunden Punkt getroffen zu haben. Ich sage Ihnen an dieser Stelle ganz klar, wir fordern eine ordentliche Parlamentsbeteiligung. Und aus diesem Grund, auch wenn wir uns mit der FDP inhaltlich beim Thema Klimaschutzplan sicherlich nicht einig werden, aber da haben die Kollegen der FDP mit uns heute genau den richtigen Vorstoß gemacht. Wir werden heute beantragen, und ich hoffe, dass auch Schwarz-Grün mitstimmt, dass wir diesen Klimaschutzplan einer ordentlichen Parlamentsanhörung zuführen, so wie sich das gehört. Und wie gesagt, unser Weg wäre übrigens das Klimaschutzgesetz gewesen. Und wissen Sie, was ich dann besonders spannend fand, als ich Ihren Wahlprogramm, ich beschäftige mich jetzt auch öfter mit Bundespolitik, aus gegebenen Anlass, Ihr Wahlprogramm zur Bundestagswahl gesehen habe. Den Entwurf, was steht denn da drin? Da fordern die GRÜNEN auf Bundesebene ein Klimaschutzgesetz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was Sie hier in Hessen nicht hinkriegen, fordern Sie. Das ist sozusagen sehr wohlfeil, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr wohlfeil, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und weil es Ihnen ja ebenso wehgetan hat, zitiere ich jetzt noch einmal den BUND. Wieder in der FAZ vom 8.2. Der BUND kritisiert, dass Klimaschutz mit dem Thema Energie und Strom- und Wärmeverbrauch gleichgesetzt werde in Ihrem Programm und dass der Verkehr sozusagen den großen Brocken CO2-Ausstoß hat und er käme hier viel zu kurz in Ihrem Konzept. Das schreibt Ihnen der BUND in das Stammbuch und der BUND fordert einen Verkehrsgipfel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sage es klar und deutlich, recht hat der BUND. Es waren wir, Sozialdemokraten, die im Anschluss an den hessischen Energiegipfel gesagt haben, wir brauchen einen Verkehrsgipfel, wir brauchen eine echte Verkehrswende oder, wie mein Fraktionsvorsitzender immer so schön sagt, die Energiewende ist nur die kleine Schwester der notwendigen Verkehrswende. Da brauchen wir das Know-how des gesamten Hauses. Das wäre der richtige Weg gewesen, sich zu fokussieren auf einen Punkt. Und da wäre das Thema Verkehr genau der richtige Punkt gewesen. Das haben Sie sozusagen nur en passant, nur nebenbei mit abgehandelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben, das gebe ich gerne zu, mit dem Schülerticket etwas gemacht, was richtig ist. Darüber diskutieren wir noch am Donnerstag. Und ich erinnere mich, insofern fühle ich mich auch als Vater eines solchen Tickets, ich glaube, mit Kai Klose zusammen, damals in Studienzeiten, wann war das? 95, 96, das Semesterticket eingeführt. Sozusagen, das, ja, da hat Rot-Grün noch funktioniert. Aber das ist durchaus sinnvoll, solche Tickets einzuführen, und das unterstützen wir grundsätzlich. Aber das ist nicht alles beim Thema Verkehr. Und wenn man sich das Kapitel Verkehr mal anguckt, wenn man sich das Kapitel Verkehr in Ihrem Plan mal anguckt, dann finde ich es schon spannend. Ich zitiere jetzt auf Seite 24. Die im vorliegenden Klimaschutzplan enthaltenen Maßnahmen stellen nur einen Teil der angestrebten Maßnahmen zu klimafreundlicher Mobilität dar. Das finde ich ja schon spannend. Sie nennen doch Ihr Papier integrierter Klimaschutzplan. Und jetzt sagen Sie uns allen Ernstes, das, was da drin steht, ist nur Teil. Ja, was soll denn das? Wenn man einen integrierten Klimaschutzplan vorlegt, Herr Al-Wazir, dann muss er auch integriert sein. Und ich sage, da ist nur ein Teil geregelt, das andere klären wir in anderen Kreisen. Das ist in der Tat ein großer Widerspruch. Ich sage Ihnen an dieser Stelle ganz klar, dass das, was Sie im Themenbereich Verkehr beschreiben, als Analyse durchaus richtig ist. Aber dann gucken wir doch mal die Handlungsempfehlungen an. Und die fallen für Hessen dürftig aus. Es handelt sich ganz überwiegend um sehr, sehr weiche Maßnahmen, mit denen nicht einmal im Ansatz die Verkehrswende zu erreichen ist. Konkrete Zielvorgaben, z.B. die Veränderung des Model Splits bei den Verkehrsleistungen, werden überhaupt nicht thematisiert. Da ist viel heiße Luft dabei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da ist sehr viel heiße Luft bei Ihrem Klimakonzept, das Sie heute vorgelegt haben. Und der Verkehr muss in den Fokus gestellt werden. Und zwar, ich sage es an dieser Stelle auch ziemlich deutlich,
mit den Beschäftigten der Mobilitätswirtschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen eine Verkehrswende einleiten, zusammen mit den über 60.000 Beschäftigten der Automobilwirtschaft hier in Nordhessen. Die sehen wir als Partner an, die möchten wir mitnehmen, und die müssen sozusagen da beteiligt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und auch da liefert Ihr Konzept sehr wenig. Beim Thema Logistik habe ich gesehen, City-Logistik haben Sie angerissen. Ja, auch schön und gut und wichtig. Aber wir sind in Hessen Transitland. Da gibt es noch ein bisschen mehr. Da gibt es auch die überregionale Logistik. Und da gibt es von Ihnen überhaupt nichts. Da sind Sie blank. Da haben Sie keine Ideen und keine Vorschläge. Ich sage Ihnen, auch Hessen braucht ein Güterverkehrskonzept, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das hat die Landesregierung hier nicht vor. Da sind andere Bundesländer deutlich weiter. Und auch ein Thema, ÖPNV, ja, schienengebunden gut, aber wir können das nicht in ganz Hessen machen. Wir brauchen auch Busverkehre. Und da sage ich Ihnen, der emissionsfreie Busverkehr, da ist z.B. Hamburg unter Olaf Scholz Vorreiter. Da können Sie sich eine Scheibe von abschneiden. Ja, da gibt es in Niedersachsen gibt es auch. Ja, natürlich, Herr Bouvier, natürlich ist eine Stadt etwas anderes als ein Land. Und wenn Sie mir zugehört hätten, hätte ich im zweiten Satz ein weiteres Beispiel genannt, nämlich Niedersachsen. Da gibt es seit letzter Woche einen Brennstoffzellenzug, der dort fährt, auch den ländlichen Raum anbindet, Brennstoffzelle im ÖPNV. Auch da ist Hessen bisher nichts Konkretes im Bereich schienengebundenen Verkehr. Haben Sie nichts Konkretes zugelegt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sage Ihnen, was insgesamt gemacht werden muss, ist in der Tat mehr auf Elektromobilität gesetzt, Frau Hinz. Aber wenn Sie sagen, E-Mobilität sei passé, klimafreundlich, dann springt das etwas zu kurz. Weil die Frage ist doch, wie der Strom erzeugt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie der Strom erzeugt wird. Und wenn wir dort nicht aufpassen, ist irgendwann das, sozusagen der Auspuff vom E-Motor, vom E-Fahrzeug, der Schornstein vom Kohle- oder Gaskraftwerk, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen müssen wir beim Thema E-Mobilität dafür sorgen, dass die gewonnene Energie, dass der gewonnene Strom aus erneuerbaren Energien kommt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dafür kämpfen wir. Und dafür haben wir auch dort, wo wir Regierungsverantwortung tragen, und das ist zusammen mit der CDU auf Bundesebene, eine Kaufprämie für Elektrofahrzeuge entwickelt. Wir haben für die Brennstoffzelle eine Technologieförderung bis 2019 auf den Weg gebracht mit über 250 Millionen €. Ich sage Ihnen, wir als SPD wollen auch, dass die Steuerbegünstigung für Erdgasfahrzeuge verlängert wird. Das sind unsere ganz konkreten Vorschläge, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Sie sind an dieser Stelle blank. Ach, Frau, ich freue mich ja immer über Zwischenrufe auch meiner Kollegin Erfurt. Luftwerte. Tolles Stichwort, wäre jetzt meine Überleitung gewesen. Letzte Woche hatten wir eine schöne Veranstaltung, Schlossplatz 1, HR, kann man nachhören und nachsehen. Und da gab es eine Diskussion über die Frage, wie es weitergeht mit der Verkehrspolitik und mit dem CO2-Ausstoß und dem Stickstoffdioxid. Und dann war doch allen Ernstes Ihr Koalitionspartner, der Herr Kasper, der in der Sendung gesagt hat, was wollt ihr denn alle? Die Werte sind doch rückläufig. Feinstaub ist rückläufig, Kohlenstoffdioxid ist rückläufig. Das sind nämlich die Fake News, die dort verbreitet werden. Zwei Tage später ein Konzept, eine Studie, wenn ich das richtig weiß, in Auftrag der grünen Bundestagsfraktion, die dargelegt haben, dass die Feinstaubwerte in diesem Jahr wieder gestiegen sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen, bevor Sie uns agitieren, Frau Dorn und Herr Wagner, reden Sie einmal mit Ihrem Koalitionspartner, der sozusagen diese Frage völlig ausblendet. Völlig ausblendet. Und Frau Hinz, Sie haben ja betont, ich habe mich ja ganz gewundert, warum Sie das so betonen. Das sei ein Plan, den Sie hier vorgelegt haben, für die ganze Landesregierung. Für die ja, sagt sie auch noch. Ja, wunderbar, Frau Hinz, wenn Sie das sozusagen so deutlich machen. Ich frage mich dann allerdings, also es ist ja relativ einfach, wenn man auf irgendwelche Widersprüche zwischen CDU und GRÜNEN in Hessen finden will, muss man in einen einzigen Landkreis gucken. In einen einzigen, braucht man gar nicht lange suchen. Es gibt ja einen Landkreis, Herr Rheingau-Taunus-Kreis, der sozusagen auf Silbertablett letzte Woche im Kreistag gezeigt hat, dass es eben nicht ein Plan dieser Landesregierung ist, Frau Hinz. Können Sie mit Ihrem Herr Kollegen Beuth, Sie sitzen ja nebeneinander, er wird es Ihnen sicherlich bestätigen, einen Antrag der GRÜNEN
zur Frage Umsetzung Klimaschutz und Umsetzung des Klimaschutzplans. Da wird beantragt in Absatz 2, passen Sie gut auf, der Kreisausschuss wird beauftragt, Vorschläge zu entwickeln, welchen Beitrag der Rheingau-Taunus-Kreis zur Umsetzung der Klimaschutzziele der hessischen Landesregierung leisten will. Und raten Sie einmal, wer dagegen gestimmt hat. Raten Sie doch einfach einmal. Es war der Herr Beuth, es war die Frau Müller-Klepper und es war der Herr Koch. Also sagen Sie doch nichts, dass Sie sozusagen hier, dass Sie hier sozusagen einer Meinung sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich sage Ihnen auch noch eins. Meine Damen und Herren, bitte, Herr Kollege Gremmels. Herr Kollege Gremmels hat allein das Wort. Bitte schön. Eben waren ja alle eingeschlafen. Ich freue mich, dazu beizutragen, dass alle wieder fit sind. Ich möchte nur eines deutlich machen. Das ist das scheinbar größere. Also, dürfen wir denn teilhaben? Also, mich würde ja schon mal. Herr Gümbel, Ihr Kollege will weiterreden. Ich hätte ja gerne mal gewusst, was die Regierung an dieser Stelle hier für eine Meinung vertritt. Ich möchte nur eines deutlich machen. Das ist sozusagen scheinbar zwischen Schwarz und Grün in dieser Frage richtig gekracht hat oder es hinter den Kulissen Ärger gab, zeigt ja auch, dass Sie Ihren eigenen Zeitplan überhaupt nicht eingehalten haben. Sie wollten im Dezember letzten Jahres hier das Konzept vorstellen. Sie haben 3 Monate länger gebraucht. Und das, was vorgelegt worden ist, ist ja auch deutlich dünner und deutlich unkonkreter als das, was in den Vorstudien hier vorgestellt worden ist. Sie mussten ganz schön viel Zugeständnisse machen zu Ihrem Koalitionspartner. Ich sage Ihnen, das ist aus meiner Sicht völlig unkonkret. Ach, Herr Wagner, wenn ich Sie intellektuell überfordere, dann ist das nicht mein Problem, dann ist das Ihr Problem. Ich sage Ihnen noch eins. Es stehen ja auch, es wird jetzt alle überraschen, es stehen ja auch ein paar gute Punkte drin. Dass Sie endlich wieder die Landesenergieagentur schaffen wollen, die damals Ihr Koalitionspartner, die CDU, abgeschafft hat, halten wir für richtig. Ich sage Ihnen aber auch, wir hätten damit Hessen Energie beauftragt, statt sozusagen das jetzt auch noch der Hessenagentur zu übertragen, weil da sitzen die kompetenten Leute. Und in diesem Sinne ist es wichtig, eine Landesenergieagentur zu haben, aber es ist genauso wichtig, dezentrale Energieagenturen in den Landkreisen zu haben. Und da muss mehr getan werden. Da muss die Landesregierung handeln. Und wenn Sie sagen, dass man auch bei der CO2-neutralen Landesregierung die Landesgebäude im Eigentum des Landes Hessen endlich CO2-neutral betreiben möchte, dann erinnere ich Sie daran, dass Ihr heutiger Koalitionspartner zusammen mit der FDP doch den Großteil der Landesgebäude verscherbelt hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die gehören doch uns gar nicht mehr. Also streuen Sie doch hier den Menschen keinen Sand in die Augen. Sie haben sie verscherbelt, und jetzt wird es schwierig, dort Auflagen zu machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich frage Sie auch, Frau Hinz, es gab ja auch eine Vorgängerregierung mit Frau Puttrich als Umweltministerin. Da haben wir in Nordhessen, meine Kollegin Daniela Sommer wird es bestätigen, Punkte gehabt wie das Klimmzugprojekt, Klimaanpassungsstrategien, die erarbeitet wurden. Viele Tagungen, viele Dokumentationen der Beschlüsse von den Maßnahmen, die dort getroffen worden sind, habe ich in diesem Klimaschutzplan nichts gefunden. Aber es wird im Zweifel an mir liegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich noch eine Sache zum Schluss sagen. Das ist die Frage, wie wir hier im Parlament miteinander umgehen. Und ehrlich gesagt, das finde ich schon ein bisschen dreist. Dass Schwarz-Grün gestern Abend, die Mehrheit unserer Kollegen hat es heute Morgen im Fach, dieses Klimaschutzkonzept 65 Seiten in die Fächer bekommt. Und heute Mittag, vorher lesen konnte ich es nicht, Herr Doktor, wollte ich Sie schon zum Doktor machen, Herr Boddenberg, ja, also bei uns ist es so, Herr Boddenberg, dass Fraktionsvorstand ist und Fraktionssitzung ist, und da nehme ich teil und lese nicht irgendwelche Landesregierungspapiere, weil das auch ein Recht einer Fraktion ist, das ordentlich beraten wird. Ich weiß ja nicht, wie das in Ihrem Laden ist,
Aber bei uns ist es so, dass wir in der Fraktion ordentlich die Sitzung vorbereiten und nicht nebenbei irgendwelche Papiere lesen. Ich will nur eines sagen. Dann muten Sie uns zu, heute hier einen Antrag, dass wir Ihr Klimaschutzplan, den wir als Tischvorlage hatten, heute hier abstimmen sollen und begrüßen sollen. Ich finde das eine Dreistigkeit gegenüber gewählten Abgeordneten. Wir sollen das abnicken. Und deswegen, wenn Sie der Auffassung sind, dass Sie einen guten Plan vorgelegt haben, dann dürften Sie ja auch keine Angst haben vor einer öffentlichen Anhörung. Und deswegen ist nachher der Punkt, wir werden darüber abstimmen, ob Sie unserem Antrag, dem Antrag von FDP und SPD zustimmen werden. Die Frage, wie sicher Sie sich sind, dass Sie einen guten Plan haben oder nicht. Sollten Sie nicht zustimmen, ist das ein Eingeständnis dafür, dass Sie keine öffentliche Beteiligung unter Mitwirkung der Presse und des Landtags haben wollen. Das wäre für die Grünen, insbesondere für die Grünen, ein Armutszeugnis. Lassen Sie mich abschließend noch eines sagen. Ungefähr genau vor einem Jahr haben wir hier auch gestanden. Haben wir über ein anderes Thema diskutiert. Da haben wir als SPD auch Ihnen gesagt, dass wir Kritik haben, dass wir eine andere Auffassung haben, dass wir glauben, dass die Landesregierung auf dem falschen Weg ist. Und es wurde alles sozusagen vom Tisch gewischt. Nichts funktioniert nicht. Opposition hat Unrecht. Opposition hat schlechte Laune. Das wurde uns allen vorgehalten. Wissen Sie, wovon ich rede? Von der Umweltlotterie. Was uns doch sozusagen als große Errungenschaft für den Naturschutz und die Umweltverbände. In dem Haushalt standen, glaube ich, 6 Millionen € Einnahmen dazu drin. Was ist denn jetzt? Ein Jahr später, wenn ich der FNP glauben darf, und das tue ich, da steht da drin, dass gerade mal etwas mehr als ein Drittel der Umsatzerwartungen eingetroffen sind. 2 Millionen ungefähr statt 6. Dass Sie jetzt das ganze Konzept wieder umwerfen, statt für 5 € Einsatz 10.000 € Gewinn, soll man demnächst 1 Million gewinnen können. Also ich sage Ihnen an dieser Stelle, und ich komme damit zum Schluss, Herr Präsident, ich sage Ihnen an dieser Stelle, wenn Sie nicht möchten, dass mit Ihrem Klimaschutzplan genau das Gleiche passiert wie mit der Umweltlotterie, hören Sie einmal auf die Fraktionen, auf die Opposition. Nutzen Sie die Chance, im Rahmen einer Anhörung nachzubessern. Dann wird es ein guter Plan, und dann hat er auch unsere Unterstützung. Ich danke Ihnen. Danke, Herr Gremmelt. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Stephan das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Mit dieser heutigen Regierungserklärung zum Hessischen Integrierten Klimaschutzplan haben wir die vierte Debatte, und ich freue mich, sagen zu können, erstmals debattieren wir auf einer vernünftigen, auf einer exzellenten Grundlage und nicht nur auf Befürchtungen und Gerüchten, die die FDP in ihren Anträgen hier immer von sich gegeben hat. Was liegt nun diesem dritten hessischen Klimaschutzplan zugrunde? Ich erinnere daran, 2007 der erste, CDU, 2012 der zweite, FDP und CDU und jetzt Grüne und CDU mit dem integrierten Klimaschutzplan. Es sind drei Dinge. Erstens. Es ist der Klimawandel, den wir allenthalben spüren. Die Frage von Starkregen, fehlendem Schnee, wenig Frosttagen, Überschwemmungen, Temperaturanstieg. Wir fühlen es, wir spüren es, aber es wird immer auch wissenschaftlich nachgewiesen. Zweitens. Der Klimawandel wird im Wesentlichen verursacht durch den erhöhten Ausstoß von klimaschädlichen Gasen. Und das ist Folge unserer Art zu leben und zu wirtschaften. Die klimaschädlichen Gase sind verantwortlich für die Temperaturerhöhungen. Deswegen wollen wir sie reduzieren, 80 bis 90 % bis 2050, Hessen bis 2020 um 30 %, 26 % sind zurzeit erreicht, bis 2030 sollen es 40 % sein. Und zum Dritten, es ist die globale Vereinbarung von Paris, dass die Staaten dieser Welt die Erderwärmung auf 1,5 bis 2 Grad begrenzen wollen. Und ich habe schon einmal ausgeführt, das eine ist die Vereinbarung, das andere ist die praktische Umsetzung, das Durchsetzen. Und da müssen wir alle mitmachen, da muss Hessen auch mitmachen. Und Klimaschutz kann nur erfolgreich sein, wenn sich alle engagiert, wenn alle, die es können, engagiert mitmachen. Der Klimaschutzplan liegt auf dem Tisch, Herr Gremmels, 70 Seiten sind es, ja.
140 Maßnahmen, mit denen wir in Hessen den Treibhausgasausstieg reduzieren und die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Umwelt und unsere Gesellschaft begrenzen wollen. 140 Maßnahmen, die in einem einmaligen Prozess mit vielen Beteiligten, 200 Einzelpersonen, Organisationen mit 3.100 Kommentaren erarbeitet worden sind. Bürger haben mitgearbeitet, Verbände haben mitgearbeitet. 140 Maßnahmen, die alle relevanten Bereiche, Verkehr, Industrie, Handel, die Privathaushalte, die Landwirtschaft umfassen, zielgenau dort mit Vorschlägen, wo sie dort auch passen. Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich jetzt kurz auf den Antrag von SPD und FDP eingehen. Eines Antrages zweier Fraktionen, die sich trotz Einladung und trotz mehrfacher Debatte hier im Landtag nicht an den runden Tischen, nicht an den Arbeitsgruppen und offenbar auch nicht im Internet an der Erarbeitung des Klimaschutzplans beteiligt haben. Wir können gerne auch noch im Ausschuss darüber sprechen. Die Regierung wird sicher auch gerne noch weitere Erläuterungen geben. Wir werden unsere Position auch dann, wenn Sie es wollen, noch einmal vertieft darlegen. Doch jetzt hinzugehen und zu sagen, alle die 200, die mitgemacht haben, die laden wir noch einmal ein. Denn 200 in Hessen ist eine relativ große Zahl. Die laden wir noch einmal ein, weil sich SPD und FDP zu fein waren, sich an dem Prozess zu beteiligen. Kolleginnen und Kollegen, das machen wir nicht. Das ist Arbeitsbeschaffung. Und lassen Sie mich bitte ein Zweites zu Ihrem Antrag sagen. Sorgfältig formuliert ist er nicht. Drei Absätze, fünf Zeilen, zwei Rechtschreibefehler, zwei Kommafehler. Hat mir ein Pädagoge aus der Abteilung heute Morgen auf den Tisch gelegt. Und ein anderer Pädagoge aus meiner Fraktion hat gesagt, verweis mal bitte auf den Tagesordnungspunkt 16, Antrag von CDU und GRÜNEN, betreffend Stärkung der Bildungssprache Deutsch. Kolleginnen und Kollegen, wenn man etwas ernst macht, dann macht man es richtig. Und Rotz, Entschuldigung, das darf ich nicht sagen, aber prüft seinen Antrag, bevor man ihn hier einreicht, Kolleginnen und Kollegen. Das zeigt aber auch, in welcher Art und Weise Sie mit dem Thema umgehen. Kolleginnen und Kollegen, der hessische Klima... Also der Pädagoge hat keine Note darunter geschrieben, gell? Nicht, dass wir uns da missverstehen. Wahrscheinlich, okay, lass was. Der hessische Klimaschutzplan ist ein Plan, der Ökonomie und Ökologie zusammenbringt. Er eröffnet Chancen, er minimiert Risiken, er zeigt Wege auf und vor allem er macht Angebote, ohne vorzuschreiben, ohne große Gesetze, weil wir glauben, dass die Menschen bereit sind, mitzumachen im Bereich des Klimaschutzes. Kolleginnen und Kollegen, was haben wir hier in diesem Haus schon für Horrorszenarien diskutiert? Pressemeldung der FDP, letzter November, Kollege Lenders. Dieser Plan bringt massive Eingriffe in die persönliche und wirtschaftliche Freiheit. Beinhalte Radwege statt Straßen, Tempo 30 in der Dauerschleife, generelles Überholverbot, Fahrverbote für Benzin- und Dieselautos, Innenstadtparkplätze nur für Carsharing, höhere Steuern auf Benzin und Diesel, Verbot privater Ölheizungen, Solardachpflicht für jeden. Kolleginnen und Kollegen, auch wenn Sie noch nicht alles im Detail lesen können, Sie finden nichts darüber im Klimaschutzplan und Sie werden auch nichts finden, weil das nicht die Themen sind, die in diesem Klimaschutzplan behandelt werden. Alles Falschmeldungen, alles Fakes. Und der Gipfel, Kolleginnen und Kollegen, der Gipfel dieser Kampagne, das war der 22.02.2017 in der Fuldaer Zeitung. Kollege Lenders, ich zitiere wörtlich mit Erlaubnis des Präsidenten. Als Sahnehäubchen plant die Landesregierung nun einen sogenannten Klimaschutzplan, der im Grunde den Industriestandort Hessens kaputt macht. Kolleginnen und Kollegen, was für ein Weltbild hat denn die FDP? Was für eine Unkenntnis oder Ignoranz zum Thema Klimaschutz? Von all dem finden Sie hier nichts. Die Diskussion ist, glaube ich, im Zusammenhang mit Opel entstanden. Und ich glaube ganz klar, dass wir als CDU und auch als die GRÜNEN kein Interesse haben, diesen Hessen-Standort, den Wirtschaftsstandort hier kaputt und klein zu machen. Kolleginnen und Kollegen, nein, in diesem Plan nehmen wir nichts weg. Wir nehmen niemandem die Freiheit des Autofahrens, wenn wir das ÖPNV-Angebot verbessern. Wenn wir den Landesbediensteten das Jobticket geben, den Schülern das Schülerticket für 1 Euro pro Tag, oder wenn wir im ländlichen Raum Mobilitätsangebote erweitern, Sammeltaxis fördern. Wir schreiben nichts vor, wir eröffnen die Möglichkeit, diese Möglichkeiten zu nutzen, und wir werben dafür, dass man sie auch benutzt. Wir greifen auch nicht in die Lebensgestaltung des Einzelnen ein, wenn wir die Nahversorgung und die Infrastruktur im ländlichen Raum verbessern. Wir schaffen Angebote, das eigene enge Lebensumfeld besser zu nutzen und damit Wege, Zeit und Emissionen zu vermeiden.
Wir beschneiden nicht die Freiheit und die Möglichkeiten unserer Bauern, wenn wir ihnen Investitionsförderung für moderne Technik und Beratungsangebote für ressourceneffiziente Bewirtschaftung anbieten. Wir eröffnen die Möglichkeit, den Betrieben zukunftsfest zu werden, effizient zu werden, indem sie die besten Düngemittel, die besten Ausbringungstechniken, den besten Pflanzenschutz einsetzen. Das spart Geld, das spart Bares und das schützt den Boden. Und wir machen als CDU auch keine und als Grüne auch keine Bashing-Kampagne gegen unsere Bauernschaft, so wie es die SPD-Umweltministerin in Berlin tut. Es wäre an der Zeit, dass der Euro-Schulz da mal ein paar Sätze gegenüber den Bauern auch fallen lässt. Wir teilen diese Auffassung nicht. Kolleginnen und Kollegen, wir vertreiben nicht die Industrie aus unserem Land, wenn wir Beratung ausbauen und wenn wir zusätzliche Fördermittel bereitstellen, dass Investitionshemmnisse überwunden werden. Wir helfen den Betrieben dabei, sich umzustellen auf modernste, auf sauberste Technik. Und wir helfen, Frau Hinze hat es ausgeführt, diesen Unternehmen auch sich in die Zukunftsmärkte hineinzubegeben. Wir bevormunden nicht Mieter und Hauseigentümer, so wie Sie es da glauben machen wollen, wenn wir Energiesparangebote machen, wenn wir Beratungsangebote machen, wenn wir Möglichkeiten für Menschen mit geringerem Einkommen eröffnen, bestimmte Förderungen in Angriff zu nehmen, wenn wir Blockheizkraftwerke fördern, wenn wir Contracting-Modelle besser unterstützen wollen, wenn wir die Marktdurchdringung dieser Contracting-Modelle fördern wollen. Das sind alles Punkte, mit denen wir die Energieverbräuche reduzieren können und damit auch den CO2-Ausstoß. Wir bieten Anreize, wir bieten Möglichkeiten zu modernisieren und Energie und Geld zu sparen. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir haben hier mal über den Umerziehungsstaat gesprochen, den die FDP in diesem Klimaschutzplan gesehen haben wollte. Kolleginnen und Kollegen, wir indoktrinieren unsere Kinder nicht. Wenn wir in der Schule deutlich machen, wie Klima entsteht, wie es sich verändert und wie Menschen darauf Einfluss nehmen. Aber vielleicht verhindert das die eine oder andere Falschmeldung, denen ja auch der Umweltminister in den USA unterliegt, der da glaubt, es gibt keinen Klimawandel. Kolleginnen und Kollegen, wir müssen Aufklärungsarbeit leisten. Das hat nichts mit Indoktrination zu tun. Wir schauen auch nicht zu und wir machen keine Vorschriften, ohne selbst zu handeln. Das CO2-Reduzierungsprogramm, die CO2-neutrale Landesverwaltung, ist auf einem guten Weg, und wir werden diesen Weg entsprechend fortsetzen. Und wir bieten ja auch unseren Kommunen in zunehmendem Maße diese Mittel an, um energetische Sanierungen zu betreiben. Kolleginnen und Kollegen, 150 Kommunen in Hessen haben sich verpflichtet, als klimaaktive Kommunen dabei zu sein, eigenständige Konzepte zu entwickeln, lokal ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Frau Hinze hat es erwähnt, die 150. Gemeinde ist heute Nachmittag dort aufgenommen worden, Twistetal. Und wenn Sie sich mal auf die Homepage der Gemeinde Twistetal begeben und schauen mal den Namen des Bürgermeisters, da finden Sie dahinter FDP. Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, auch in der FDP gibt es Menschen, die am Klimawandel und der Reduzierung der klimaschädlichen Gase ein Interesse haben und die unser Klima und unsere Natur schützen wollen. Die gibt es auch, und da sollten wir stolz drauf sein, die sollten wir auch unterstützen. Es geht also doch bei der FDP mit Klimaschutz. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Klimaschutzplan ist davon geprägt, dass wir auf Anreize, auf Freiwilligkeit, auf Dialog, auf Überzeugung setzen. Es gibt viel Potenzial, was wir sinnvoll und wirtschaftlich nutzen können, was vernünftig ist. Und da sehe ich auch unser Bundesland Hessen vorne und mit einer Schlüsselrolle in Deutschland. Wir sind ein wirtschaftsstarkes Bundesland. Wir haben einen boomenden Ballungsraum. Wir haben vielfältige ländliche Räume. Wir haben viel Verkehr. Wir haben darüber gesprochen, der Schnittstelle vieler Verkehrsadern in Deutschland. Wir haben viele Mittelständler. Wir haben den größten Flughafen in Hessen. Autobauer, Rohstoffverarbeitung, starker Dienstleistungssektor. Und was uns auszeichnet in Hessen, wir haben eine neue politische Konstellation mit CDU und Grünen. Eine Konstellation, die sich auf die Fahne geschrieben hat, Ökologie, Ökonomie zu versöhnen, sie zum Leitbild zu machen. Und wir haben an vielen Stellen bereits bewiesen, dass wir dies können, Kolleginnen und Kollegen. Wir können zeigen, wie man Klimaschutz so macht, dass er Chancen schafft, statt Hürden aufbaut, Möglichkeiten eröffnet, statt Beschränkungen, Entwicklungen gestaltet, statt Stagnation zu unterstützen und Bewegung in den Klimaschutz zu bringen, statt nur Stillstand. Wir können zeigen, Kolleginnen und Kollegen, dass wir die richtigen Schritte eingeleitet haben, dass wir einen Weg nach vorne gehen. Nur, Kolleginnen und Kollegen, wir müssen auch eines feststellen: Hessen allein rettet das Klima nicht, auch wenn wir ambitioniert sind und wenn wir vieles tun.
Es ist richtig, der Einfluss Hessens auf das Weltklima ist durchaus begrenzt, ist durchaus überschaubar. Dennoch wissen wir, dass wir an der richtigen Stelle etwas tun können, unseren kleinen Beitrag zu leisten, aber vor allem auch eine Vorbildfunktion zu haben. Und so setzt dieser Klimaschutzplan auch Ziele, vernünftige Ziele für Hessen, die man auch im Gesamtraum von Deutschland findet. Und ja, es ist notwendig, dass auch andere Staaten sich auf den Weg machen, Klimaschutz als wichtige Aufgabe anzunehmen. Und nationale Alleingänge alleine helfen auch im Klimaschutz nicht weiter. Wir brauchen dort mehr globale Vereinbarungen. Und in diesem Sinne kann ich auch nur das unterstützen, was der Wirtschaftsrat fordert, auch dort mehr auf die globale Ebene zu gehen. Wir werden das sicherlich als CDU unterstützen und sicherlich auch als Landesregierung hier in Hessen. Ein anderer eher globaler Punkt, der bei uns aber in einem Punkt des Klimaschutzplans auch angesprochen wird, ist die Frage des Emissionshandels. Natürlich, das ist zunächst einmal heute noch ein europäisches Thema. Wir müssen diesen Emissionshandel auf feste Beine stellen. Wir müssen ihn ausdehnen über Europa hinaus. Wir müssen ihn ausdehnen über den industriellen Sektor hinaus. Und vor allem muss seine Wirksamkeit auch in preislicher Hinsicht verbessert werden. Wir wissen ja auch, dass die Annahmen, die wir mal hatten über CO2-Zertifikate und deren Preise, bei weitem unterschritten worden sind. Die Preise sind weitaus tiefer, weil schlicht und einfach das Einsparen von CO2 schneller ging als gedacht. Und da findet sich dann auch, meine ich, der Vorschlag der VHU wieder, die ja in diesem Punkt auch gesagt haben, wir müssen hier was tun. Und deswegen ist auch dieser Punkt aufgenommen worden in diesem Plan. Kolleginnen und Kollegen, vielleicht wird man Sie in Monaten oder in wenigen Jahren mal beim Matratzenkauf fragen, wollen Sie auf Rohöl schlafen oder auf CO2? Die Frage ist letztens mal angesprochen worden. Ja, es gibt bei Bayer eine Arbeit, wo man den Schaumstoff teilweise durch CO2 ersetzen kann, also Rohöl durch CO2. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber es zeigt, wie viele Möglichkeiten es gibt, tatsächlich auch in der Frage, wie gehe ich mit CO2 um, was ich schon habe, das eine oder andere zu bewirken. Und das zeigt auch, und das gilt dann im Endeffekt auch für Hessen, Innovation ist wichtig. Und mit Innovation werden wir auch vieles bewegen können, um den Klimawandel zu bremsen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich aber auch eine Anmerkung zu den Forderungen des BUND nach mehr Koordination in der Klimapolitik in Hessen machen. Ja, Herr Gremmels, ich habe das auch gelesen. Und der einzige sinnvolle Vorschlag dort ist, ihr müsst die Arbeit besser koordinieren. Und das wird gemacht mit dieser Energieagentur. Und da wird keine große neue Agentur mit vielen Stellen aufgebaut. Da schauen wir mal, dass wir alles das, was wir haben, zusammenführen. Und da haben wir eine Organisation, die nennt sich Hessenagentur. Und die soll das machen für uns, ohne großen Primbamborium, aber um einfach die Arbeit dort an der Stelle zu verbessern und zu koordinieren. Wir wollen die Bündelung der Aktivitäten in Hessen, und das werden wir auch damit erreichen. Kolleginnen und Kollegen, das ist die eine Frage. Wie reduzieren wir den CO2-Ausstoß? Die zweite ist, wie passen wir uns denn eigentlich den Klimaveränderungen an? Der Klimawandel ist Realität. Ich glaube, das kann man eigentlich nicht verleugnen, wenn man mit einigermaßen offenen Augen und Ohren durch die Landschaft geht. Was müssen wir tun? Wir müssen unterstützen, dass unsere Landwirte, dass unsere Winzer künftige Getreidesorten haben, dass sie Weinreben haben, die auch bei veränderten Klimabedingungen, das heißt bei höheren Temperaturen hier, noch gute Lebensmittel produzieren. Oftmals werden diese Hitzeaktionspläne belächelt, das Mückenmonitoring. Auch das sind Themen, die wir für wichtig halten. Und wir wissen heute schon über Mücken, die immer wieder zu uns eindringen, die früher nie hier waren, die kommen, weil es bei uns wärmer geworden ist, deren Risiken wir nicht überschauen können und vor denen auch bestimmt in den medizinischen Bereichen die eine oder andere Befürchtung herrscht. Wir müssen die Verkehrswege diesen Klimaveränderungen anpassen, damit wir nicht eines Tages dastehen, die Verkehrswege sind kaputt und wir haben den Verkehrsinfarkt. Das können wir uns gerade als Land Hessen in der Mitte Deutschlands gar nicht leisten. Den Hochwasserschutz, ein ganz wichtiges Thema in der Frage Klimaanpassung. Das Land Hessen investiert sehr viel mehr und fördert sehr viel mehr im Hochwasserschutz. Das müssen wir intensivieren. Und wenn dann immer mal wieder gelächelt worden ist über die Frage Sonnen- und Hitzeschutz für Schulen und Sportstätten, jawohl, auch das ist ein wichtiges Thema, was gefördert werden soll. Wir wollen unseren Kindern die Möglichkeiten, den Erwachsenen, den Älteren die Möglichkeit geben, auch in Hitzeperioden sinnvoll ihren Sport betreiben zu können. Kolleginnen und Kollegen, das sind keine ideologischen Fragen, das sind Fragen von Weitsicht.
Das sind Fragen, die sich der Verantwortung der Zukunft stellen. Das sind alles die Punkte, die wir im Klimaschutzplan des Landes Hessen finden. Wir retten den Planeten nicht alleine aus Hessen. Aber wir können ein Beispiel sein, und wir müssen alle Menschen, die daran Interesse haben, dazu bewegen, im Klimaschutz aktiv mitzumachen. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann in einigen Jahren mal das Beispiel, dass man sagt, schaut mal die Hessen an mit ihrem Klimaschutzplan, ohne großes Gesetz, ohne Vorschriften, nur mit der Frage Unterstützung, Information und der Frage, Menschen zu motivieren, im Klimaschutz mitzumachen. Wenn die FDP schreibt, Kolleginnen und Kollegen, unser Plan richte die Wirtschaft zugrunde, und der BUND schreibt, unser Plan richte die Umwelt und das Klima zugrunde, dann glaube ich, sind wir in der Mitte auf dem richtigen Weg. Dann haben wir den richtigen Weg zwischen all den Extremas gefunden. Und ich bin überzeugt, dass dieser Plan seine Wirkung entfalten wird. Er wird Hessen voranbringen. Packen wir es also an, zum Schutz des Klimas, zur Stärkung von Wirtschaft und Landwirtschaft, in der schwierigen Klimaanpassung und vor allem zum Wohle von uns allen. Vielen Dank. Danke, Herr Stephan.